Freunde, immer wieder ein heißes Thema ist, ich bin unterwegs und ich habe keine Chance, mich gesund zu ernähren. Ich bin unterwegs im Außendienst, ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und ja, ich muss unbedingt Fastfood essen. Ich habe keine Chance, was Gesundes zu essen. Da muss ich ganz klar widersprechen, warum. Schaut mal, ich habe jetzt eine kleine Auswahl von Dingen hier, die man locker mitnehmen kann. Ich bin jetzt ja über 50 Jahre alt und jetzt sage ich, jetzt habe ich einen Begriff für euch. Und der ein oder andere vielleicht kennt diesen Begriff noch. Wer von euch kennt die Vespertasche? Ah, die Vespertasche. Ich glaube, das gibt es heute gar nicht mehr. Also ich sehe das nicht mehr. Die meisten Menschen haben sowas nicht. Wir hatten sowas früher und ich habe das heute noch. Das heißt, wenn wir unterwegs sind, dann haben wir ein Täschchen mit dabei, ein Kühltäschchen. Und in diesem Kühltäschchen haben wir in der Regel ein paar Eier mit dabei. Entweder schon Ostereier, die man irgendwo kaufen kann, oder wir kochen unsere Eier, unsere Freilandeier selbst ab, nehmen die mit. Dann haben wir in der Regel immer mit dabei ein lecker Joghurt, Naturjoghurt. Da lässt sich locker Obst reinschnüpfeln. Was auch immer geht, aus der Hand raus, sind natürlich Tomaten. Reinbeißen, runter damit. Was auch geht, wo man überall bekommt, leckerstes Vollkornbrot, ist ein Pumpernickel-Vollkorn, ist sogar ein Biobrot. Was man auch wieder immer mal bekommt, ist ein sehr leckerer Mozzarella, kann man mitnehmen. Das ist natürlich mit ein bisschen Flüssigkeit verbunden, da braucht man ein bisschen Werkzeug dabei, aber auch easy, wenn man sich vorbereitet hat. Wenn man in seinem Vespertäschchen auch noch ein bisschen ein Brettchen drin hat, ein Messerchen, ein Gäbelchen, alles easy. Und wisst ihr was? Wer das nicht mag, der nimmt einfach einen mageren Scheibenkäse mit. Und jetzt passt mal auf, wisst ihr, was sehr, sehr lecker schmeckt? Das zeige ich euch jetzt. Aber jetzt hole ich erstmal meinen Lieblingskäse raus. Da ist nämlich hinten drauf. Und wisst ihr, was total lecker schmeckt? Das ist, wenn ihr den Käse nehmt und jetzt den Käse so nehmt und euch den Käse, nein, machen wir nicht, sondern wir nehmen eine Tomate. Er wickelt da eine Tomate ein. So, und jetzt ist zwar ein bisschen groß, aber ich garantiere euch, da passt rein. So. Und so kann man sich hervorragend unterwegs so weit wie möglich gesunden Lebensmittel versorgen. Natürlich ist es einfacher, wenn man zu Hause ist, sich mit Essen zu versorgen. Aber wenn es eben so ist, dass ihr unterwegs seid, dann könnt ihr durch eine gewisse Vorbereitung, durch ein gutes Zeitmanagement, könnt ihr euch solche Sachen besorgen. Wie zum Beispiel hier auch. Es gibt tatsächlich auch schon einen relativ frisch angemachten Salat. Die werden meistens am gleichen Tag noch hergestellt und gibt es dann morgens in der Kühltruhe. Da ist Ei drin, da ist gekochtes Hähnchenfleisch drin, da ist ein gutes Salat drin. Da ist natürlich auch ein Dressing drin. Das Dressing würde ich jetzt nicht unbedingt so als wertvoll bezeichnen. Aber Dressing raus. Und wir haben immer in unserem Vespertäschchen ein kleines Behältnis. Und da ist ein Dressing drin. Aus was? Aus einem hervorragenden, kaltgepressten, nativen Olivenöl und einem sehr guten Essig. Und da machen wir meistens noch ein bisschen Lauch rein, ein bisschen Gewürze rein. Und da kommt es drüber. Und dann hast du alles dabei, was du brauchst. Gurke, Hüttenkäse, dann kannst du mageren Schinken mitnehmen, dann kannst du ein Hähnchenbrustfilet gekocht, das gibt es auch schon. Da gibt es wirklich so viele Sachen zwischenzeitlich, die man mitnehmen kann, wo man dann eben letztendlich unterwegs die Chance hat, Dinge zu essen, die ganz gut in den Fitness-Lifestyle reinpassen. Ja, und für mich gilt da nur eins, diese Ausrede, was die meisten haben, geht nicht, kann ich nicht, warum, weshalb auch immer, die gilt so nicht. Was ist letztendlich immer der Stolperstein? Der Stolperstein ist immer, sollen wir es beim Namen nennen, sollen wir dieses Wort beim Namen nennen oder wollen wir das pädagogisch wertvoll haben? Pädagogisch wertvoll heißt, ja, wir sind einfach abgelenkt und unser Gehirn ist so beschäftigt und fokussiert mit anderen Sachen. Das wäre jetzt pädagogisch wertvoll. Aber nehmen wir mal den Hasen bei Namen. Wir sind einfach zu stinkfaul. Wir sind einfach zu faul, uns diese Sachen zu richten und dann gehen wir morgens aus dem Haus, fahren mit unserem schönen Autochen in der Gegend rum und stellen fest, um 11 Uhr oder um 12 Uhr, aha, jetzt habe ich aber Hunger. Ah,
Da fahre ich vorbei und da ist da so eine goldene Schrift mit Gold und Rot. Zwischenzeitlich ist, glaube ich, schon ein bisschen grün drin. Ja, und da könnte man was essen. Oder ich laufe vorbei und denke, da riecht es aber gut. Was ist das? Croissant, Laugenbrötchen, was auch immer. Und dann hat man das Problem, weil man Hunger hat, dass man eben nicht mehr, wie soll man sagen, Herr seiner Sinne ist. Und dann isst man Dinge, die man nicht essen sollte. Und diese Dinge, die sind weder dann gesundheitsförderlich, noch dass sie gut sind für den Strandbody und so. Genau deswegen, Freunde, gegen Stromschwimmen hat sich schon immer gelohnt. Das heißt eben einfach abends im abendlichen Bereich, Zeitmanagement, wenn ich in der Küche bin, dann gewisse Sachen vorbereiten, in den Schrank rein, morgens in die Vespertasche mitnehmen, gut ist. Oder, wenn ihr keine Vespertasche habt, Tomaten einkaufen, Käse einkaufen, Pumpernickelbrot einkaufen, essen. Relativ easy, relativ einfach. So, jetzt habt ihr keine Ausrede mehr. Und jetzt? So kann es gehen, Freunde. Ganz kurz, ja. Du schneidest einfach zusammen. Kannst du über mir zum Buch machen, dass das Buch ab sofort verfügbar ist. Also wenn ihr doch zu Hause was kochen wollt, genau. Für gute Rezepte in dem Kochbuch und da sind auch welche drin, die man ganz einfach vorbereiten kann. Und mitnehmen kann. Und mitnehmen kann. Sehr schön. Dann haben wir da eine gute Überleitung genau. Und nicht so eine Platze. Ja. Okay? Ja, einfach weiter. So, Freunde, jetzt habe ich euch wieder beschimpft. Ne? Aber ich habe noch eine Überraschung für euch. Schaut mal hier. Hier haben wir unser hervorragendes Buch mit 47 Rezepten drin. Jetzt passt mal auf. Jetzt erkläre ich euch was. In diesem Buch, da gibt es Rezepte zum Mitnehmen. Jetzt müsst ihr mal glauben, was wir uns dabei gedacht haben. Da sind Rezepte drin, die könnt ihr vorbereiten. Ein leckeren Nudelsalat zum Beispiel. Und diesen Nudelsalat macht ihr abends und stellt diesen Nudelsalat in den Kühlschrank. Am nächsten Morgen macht ein Kühlschrank auf und schreit, hurra, ein Nudelsalat ist da. Nehmt ihn mit in die Kiste rein, lauft ganz stolz zum Auto und irgendwann haltet auf der Autobahn an der Raststätte und sagt, wisst ihr was, ihr könnt euren Leberkäse selber essen. Ich esse meinen gesunden Vollkornsalat. Deswegen Mr. T's Kitchen Buch. Mein Gott, muss man euch alles sagen. Könnt ihr bestellen.